Mehrere Bluttaten auf einem Pferdehof führen Peter Rothmeier und Tim Grube jetzt nach Köln-Weidenpesch. Bitte kommen Sie mal ganz schnell mit. Ich habe gerade den Rettungswagen schon gerufen. Ach, unser Pferdewirt, der liegt da hinten. Kommen Sie mal mit. Ach Gott. Gucken Sie mal hier vorne. Da liegt schon ein Huhn. Das hat man geköpft. Tatsächlich. Und da vorne auch noch. Und da hinten liegt dann unser Pferdewirt. Ach, da hinten. Paul. Was da passiert ist, weiß ich auch nicht. Gucken Sie da auch. Deswegen habe ich schon die Rettungskräfte gerufen vom Rettungsdienst. Ach so. Damit da auch sofort jemand ist und hilft dem. Der gehört hier zum Hof? Das ist unser Pferdewirt, der Paul. Ha. Und wer auf die Idee kommt, hier Hühner zu köpfen? Ich bin gerade vom Feld gekommen. Ich war auf dem Feld, komme wieder und dann sehe ich hier das ganze Chaos. Ja. Okay, na, Jungs, gut, was haben wir hier? Ja, der lag hier auf dem Boden mit einer Kopfplatzwunde. Ja. Ist er denn bewusstlos oder ist er aber Bewusstsein? Nee, ist bewusstlos. Bewusstlos. Der hat aber irgendwie ein Haarbüschel in der Hand, haben wir eben gesehen. Hast du das noch? Ja, das hat er da in der Hand. Ja, und warte mal. Und liegt halt hier auf so einem komischen Symbol hier. Und Symbol? Ja. Ja gut. Ah, okay. Was soll denn das sein? Guck mal, hier haben wir noch ein Pentagramm Buch. Oder sowas. Wir wissen es aber nicht genau. Tod und Jenseits. Liebeszauber. Weißt du was? Hat hier einer eine. Gibt es hier eine Hexe auf dem Hof? Ich frage mal jetzt so ganz. Oh, hier haben wir keine, nein. Peter, guck mal, hier fehlt eine Seite. Eine Seite fehlt? Mhm. Ich guck mal eben nach dem Haarbüschel, ja? Ich nehme ihn das mal eben so ein bisschen aus der Hand. Es geht ja. Braun-rötlich. Gibt es eine Person bei Ihnen auf dem Hof mit so ja, rötlich-braunen Haaren? Ganz ehrlich? Ja. Nee, nein. Ich wüsste jetzt nicht. Wüssten Sie nicht? Nee. Eine Person, ja, wo lange Haare, wo das hier ja, zupasst? Ja, lange Haare. Meine Tochter, die hat lange Haare, aber nee, der wird. So was bestimmt nicht jetzt machen. Ist sie da? Ja, die ist im Haus, die ist am Putzen. Die ist am Putzen? Ja, die ist den ganzen Tag schon drüben im Haus und macht da alles fertig. Gut. Hat er da noch verdammten Hals? Eine Kette. Kette? Ja gut, das, ich denke mal, da hat da nichts damit zu tun. Das ist doch seine persönliche Kette. So, pass auf, Peter, ich guck mich mal da hinten noch ein bisschen um. Vielleicht haben wir hier noch mehr, okay? Ja, mach mal. Okay. Ich muss auch mit den Haarbüscheln nicht die ganze Zeit rumlaufen. Leg die mal hier weg. Fahrt ihr mit ihm gleich in der Klinik oder was habt ihr vor? Oh. Hemd? Stimmt, ist eins. Könnt ihr hören, ne? Gehört? Das gehört Paul. Er hat ja keins. Also, ist seins. Oh, hier liegt noch ein Handy. Ja, wahrscheinlich auch seins. Ist das an? Ja. Hallo. Ja, Polizei. Oh Gott. Da liegt Paul. Ich komme gerade vom Feld und da liegen da die Hühner geköpft. Und Paul liegt da in der Ecke. Nicht ansprechbar. Ich habe direkt einen Rettungsdienst gerufen. Könnte sich die Dame mal vorstellen? Ach, Entschuldigung. Hallo. Ja, das ist meine Frau. Die Ehefrau. Ach so. Linda Bär, mein Name. Okay. Sagt Ihnen der Name Anna irgendwas? Anna ist Anna? Mal unsere Tochter, ja. Also meine Tochter. Komm schnell in den Stall. Anna. Anna, die Tochter. Jawohl. Mit den rotbräunlichen Haaren. Ja, das ist Anna. Anna, ich sag ja, die ist im Haus. Fraglich ist, welche Beziehung es zwischen der Tochter des Landwirtes und dessen Angestellten gibt. Das ist immer Schutzlandsquartiere. Furchtbar. Was ist los? Warum ist die Polizei hier? Anna, Paul liegt im Stall. Hey, Paul, der ist total verletzt. Was ist mit dem? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin gerade hoch vom Feld wiedergekommen und hab ihn da gefunden, hab direkt den Krankenwagen gerufen. Nein. Also tatsächlich ist es so, dass der Paul mit einer Platzwunde hinten am Kopf verletzt. Ja, auf einem, jetzt sehe ich das gerade hier auch, guck mal bitte, auf einem Tuch mit einem Pentagramm drauf liegt. Das ist auch so eine Kette. Er selber, ja, hat die gleiche Kette, ne? Mhm. Oder wie meinst du das? Ja. Ja, stellen Sie in Verbindung mit ihm. Der Paul und ich, wir sind ein Paar und wir lieben uns. Du, Papa, hast du nicht direkt aus? Nein, warum soll ich ausrasten? Warum erzählst du mir das denn nicht? Ich hatte du weißt, Angst, wie du reagierst. So ein Blödsinn, du kannst doch mit mir über alles reden, Mann. Kind, dafür bin ich ja dein Vater. Hä? Du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst. So was ist doch Blödsinn. Aber jetzt siehst du, irgendwas ist passiert. Der Paul liegt da, ich weiß nicht. Ja, ich mache mir große Sorgen. Können wir nicht zu ihm gehen? Der ist doch schon im Rettungswagen. Die haben den Brief weggebracht. Können wir nicht ins Krankenhaus vielleicht? Das machen wir gleich. Ein paar Fragen. Wir müssten einmal auf Ihr Handy gucken. Haben Sie das da? Nein, ich habe mein Handy eigentlich nie mehr. Das müsste. Wie alt sind Sie? 19. Und Sie haben Ihr Handy nicht da? Nein, Handys haben eine ganz schlechte Energie für mich. Okay. Sehr ungewöhnlich, ne? Mhm. Sehr ungewöhnlich. Wir erklären Ihnen auch, warum es so ist, dass wir Ihr Handy einsehen möchten.
Denn auf dem Handy von Paul, das wir da in dem Stall gefunden haben, war tatsächlich eine Nachricht drauf. Ja. Angeblich von Ihnen, von mir. Weil es ist mit Ihnen da unterzeichnet worden, mit Anna. Und zwar stand da, bitte komm schnell in den Stall oder sowas. Ne? Stand ja da drauf. Wenn ich dem Paul was zu sagen habe, würde ich ja zu ihm gehen. Deshalb schauen wir doch einmal, ob Sie da eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht haben. Genau deswegen müssen wir gucken. Ja. Ne? Gut, dann gehen wir mal dahin. Also hier müsste irgendwo das Handy liegen. Ja, dann schauen Sie doch mal. Haben Sie auch nett eingerichtet, Ihr Zimmer. Auch so ein bisschen okkult angehaucht. Ich frag mal, wir haben beim Paul im Stall ein Buch gefunden. So ein okkultes Buch über, ich glaube mal, Liebeszauber war das. Ja, richtig, das ist meins. Das ist Ihres? Ja. Jetzt mache ich noch mal weiter. Wir haben auch beim Max ein Haarbüschel gefunden. Welches von der Farbe, von der Länge und von den Locken? Ein Haarbüschel. Ja, ein Haarbüschel. In seiner, ich hätte es mal gesagt, rechten Hand. Und der Haarbüschel, ja, ich könnte schwören, das ist Ihres. Ja, aber ich habe ja meine Haare. Sie haben auch, ja gut, keiner hat rausgerissen, gar nichts. Aber zeigen Sie mal Ihr Handy, das möchte ich mal jetzt gerne einmal einsehen. Ja, zeige ich Ihnen sofort. Also irgendwie ist das nicht in meinem Zimmer. Können Sie so jetzt sehen auf Anhieb? Ja, das liegt immer dort. Sind Sie sich aber bewusst, welche Schlussfolgerung ich jetzt daraus ziehen muss? Sie können mir oder wollen mir Ihr Handy nicht zeigen? Nein, ich habe das nicht. Ihr liegt Buch, immer dort. Ihr Buch liegt da, am Tatort. Da wird die Wahl, was jetzt da passiert ist und wer der Täter war, für mich tatsächlich so ein bisschen eng. Das müssen Sie verstehen. Ja, aber ich rate es wirklich nicht. Ja, ich bin mal gespannt. Die Stiefmutter. Hannes, was ist jetzt? Ja, wenn wir das wüssten. Oben. Wir waren im Zimmer. Der Kollege hat sich alles angesehen. Mhm. Ja, es ist schon ein bisschen suspekt, Anna, was ich du da oben treibst. Ich habe keine Ahnung, was mit Paul ist. Und was glaubst du, nur weil sie da oben ihre komischen Sachen hat? Ja, die Hexenbücher da oben, ja, Hannes. Und? Meinst du, Anna siehst wird hier das irgendwas... Siehst du denn nicht, wie komisch sie ist? Seht ihr, hörst du doch? Warte. Dann piepen. Hier piept. Ach, guck mal hier. Was ist das denn für ein alter Knochen? Da hast du sowas letztes Mal gesehen. Keiner mehr mit. Hier ist noch was drin. Ah. Rotbraune Perücke. Guck mal. Und da kommt doch wahrscheinlich auch das Haarbüschel her, wahrscheinlich. Gucken Sie mal, gut junge möglich. Frau. Wo ist denn die Tochter? Da ist hier. Sie. Ist das Ihr Knochen, Ihr alter? Sieht aus wie meins, ja. Ja? Sieht aus wie Ihres? Ich denke mal, davon gibt es auch nicht mehr viel. Das wird wohl Ihres sein. Ne? Akku bald leer. Die Perücke. Kann sich die jemand hier erklären, wie die da hinkommt? Die ähnelt ja sehr ihren echten Haaren, ne? Ja. Sie haben nichts dazu zu sagen. Ich? Ja. Ja, die Mutter, die gerade so, ja, ich sag mal, feindlich gegenüber der okkulten Neigung der Schwiegertochter ist. Nein, ich habe nichts damit zu tun. Nee. Stieftochter. Nein. Ja, aber ich liebe doch meinen Mann und meine Stieftochter. Ich war das nicht. Aha. Auf dem Handy von Paul ist noch eine Nachricht. Von dem Handy abgesetzt, ich weiß es nicht. Wir können, wir haben ja beide Handschuhe angehabt, Fingerabdrücke von dem Handy nehmen. Nicht, dass da Ihre zufällig drauf auftauchen. Die dürften normal nicht da drauf sein, oder? Nein. Nö. Nein. Wenn Sie das denn wären, welche Erklärung haben Sie denn dann? Haben Sie noch irgendwas in den Taschen? Nee. Können Sie die Hände mal rausholen und alles, was Sie in den Taschen haben, auch rausholen? Ich hab nichts in der Tasche. Alles, was Sie in den Taschen haben, mal rausholen? Aha. Taschentuch. Nichts in der Tasche. Ihr Verhalten ist mir ziemlich suspekt, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir sie durchsuchen, und das werden wir tun, wenn sie nicht freiwillig die Taschen leer machen, dann werden wir noch eine Kollegin holen und die wird das hier vor Ort machen. Haben wir überhaupt keine Probleme. Geht ratzfatz. Bitte. Aha. Darf ich das mal haben, bitte? Zeigen Sie mir noch mal, was Sie da in der Hand haben. Hans! Ich habe eine Vermutung. Ah. Ich habe eine Vermutung. Joe, es hat die fehlende Seite aus dem Buch, ne? So, jetzt gut festhalten, es kommt ein Liebeszauber. Pentagramm mit Blut zeichnen und Kreuz auf den Körper malen. Dann Vers aufsagen. Mächtige weiße Kräfte, erhört meine Gebete und zwingt diesen Geist, Leib, mich zu begehren und sich nach mir zu versehen. Ich bin der erste Gedanke in seinem Kopf und wenn er erwacht, der letzte Gedanke, wenn er sich bettet. Nerata, verata, nectum. Ach, hören Sie doch auf. Mensch, Hans,
Mit dir ist ja auch nichts mehr los. Ist ja wohl nicht dein Ernst jetzt. Mann, was sollte ich denn machen? Das wolltest du mir in die Schuhe schieben? Dann guck dich doch mal an. Und der Paul, das geht doch nicht. Ja, was hast du mal nachgesagt? Der ist doch viel jünger als du. Ja und? Aber jetzt sieht viel besser aus als wegen dir im Krankenhaus. Du kannst doch nicht mit so einem jungen Kerl ins Bett gehen. Guck dich doch mal an, du alte Hexe. Ich dachte, du bist glücklich mit Papa. Und mein Hans, mit dem ist gar nichts mehr los. Linda, bist du eigentlich verrückt geworden oder was? Du machst so einen Blödsinn, um meiner Tochter zu schädigen. Du hast hier ein Leben auf dem Hof. Du konntest dir alles leisten hier. Und was machst du? Du gibst immer nur Geld aus. Auf dem Hof hast du nichts getan. Das hat Anna für dich getan. Ich habe mich um dein Wohlbefinden gekümmert. Um mein Wohlbefinden? Ja. Wo denn? Online-Shopping? Oh, guck mal, ich neue Pumps gekauft. Ja, und? So ein Blödsinn. Du bist eine schöne Frau, die auf dem Hof wohnt. Das heißt auch nicht, dass du meine Tochter irgendwo in so einen Scheißer reinreiten musst. Du spinnst doch wohl. Ich denke, mein ganzes Familiendrama beenden wir, ne? Wir haben dann im Endeffekt herausgefunden, dass die Täterin hier die Dame des Hauses war, nämlich unsere Linda. Die hat den Freund der Tochter irgendwie im Gerangel oder so am Hinterkopf verletzt und hat ihn dann mit einem Beschwörungsritual bezirzen wollen. Also sie wollte, dass er sich in sie verliebt, all dieweil die Dame des Hauses von dem Bauern nicht mehr so viel körperliche Liebe bekommt. Und dementsprechend hat sie hier dieses Ritual abgehalten, was im Endeffekt natürlich schiefgelaufen ist. Die Ehefrau muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und falscher Verdächtigung verantworten. Ihr Mann hat die Scheidung eingereicht.